Linux. Und das war bei SUSE nicht vorhanden. Da traf ich dann irgendwie auf Hacker und Packager. Und ich habe dann von der Anwenderseite aus mit denen angefangen zusammenzuarbeiten. Und daraus hat sich über Jahre eine recht fruchtbare Zusammenarbeit entwickelt zwischen Anwendern und anderen Entwicklern aus allen möglichen Bereichen. Und in der Zeit haben wir kleine Tools und eine kleine Audiodistribution auf OpenSUSE basiert entwickelt, geben Support und haben eine Community, die recht aktiv ist, klein, aber recht aktiv und sich um Audioproduktion auf Linux kümmert. So. Das ist uns alle ein Thema. So. Ja, das zu mir. So. JackTape e.V. habe ich gerade gegründet. Irgendwann später dieses Jahr werde ich noch einige Sachen dazu bringen, dass wir auch mal wirklich mit der Arbeit beginnen können. Da habe ich nämlich einige Ideen zu und das möchte ich in diesem Vortrag erzählen, was möglich ist, was nicht möglich ist mit Linux heutzutage und wie wir das ändern können und vor allen Dingen, was das mit diesem berühmten Desktop zu tun hat. Ich möchte am Ende ein paar Vorschläge machen, wie man das ändern könnte und wohin man gehen könnte. Das sind alles nur Vorschläge, die aus meinen Beobachtungen die letzten Jahre, also wirklich schon seit 99 beobachte ich Linux im Multimedia-Bereich, gewachsen sind. Und ich beschreibe viel aus der Anwenderperspektive. Ich komme halt aus der Anwenderperspektive und wende Linux an. Und bin natürlich durch die Arbeit als ein bisschen in die Entwicklung mit reingerutscht und sehe auch diese Perspektive, aber die versuche ich mal so ein bisschen außen vor zu lassen, auch bei diesem Vortrag und mal knallhart Fakten, Zahlen über Linux, Audio, Desktop zu bringen. Im Laufe dieses Gespräches kommen einige Fachbegriffe. Wer nicht mit Audioproduktion sich so gut auskennt, wird darüber öfters stolpern, deswegen erkläre ich die mal ganz kurz, vielleicht mitschreiben, anders wüsste ich jetzt nicht. VST ist die virtuelle Studiotechnologie, ein etwa 1997 von der Hamburger Firma Steinberg entwickelter quasi Standard, der proprietär ist. Virtuelle Studiotechnologie hat sich im Laufe der Jahre als wirklich Standard durchgesetzt. Das heißt, man produziert nicht mehr so viel mit Hardware Racks, sondern vieles der Produktion wird einfach in den Rechner gelegt. Da komme ich nochmal ein bisschen genauer drauf zu. DAW, DAW, digitale Audio Workstation, das ist der Computer, den man benutzt in einem Studio. Plugin, Plugins sind, kennen andere Entwickler vielleicht von Eclipse oder kleine Hilfsprogramme, mit denen das weitergeht. Also Plugins können im Musikbereich zum Beispiel einen Synthesizer, ein Effektgerät oder was auch immer ersetzen. Preset. Presets sind Voreinstellungen eines zum Beispiel Plugins, damit man aus diesem Synthesizer vernünftige Sounds holen kann. Klingt wie ein Moog, klingt wie ein brachialer Techno-Synth, klingt wie eine Hammer-E-Gitarre, klingt was weiß ich. MIDI ist schon in den 80er Jahren entwickelter Standard für Übertragung von Controller-Daten, also Also auf jeden Fall, das ist eine uralte, schon 95 von Roland entwickelte Schnittstelle, die heutzutage noch sehr wichtig ist, um Noten abzuspielen, um Controller-Werte, es ist eine reine Steuerungssprache. Echtzeit Audio Low Latency. Die niedrige Latenz brauchen wir im Linux-Bereich, in jedem Audio-Bereich, wenn wir mit virtueller Studio-Technologie arbeiten, um halt ein hohes Spielgefühl zu haben, damit wir in echt auch wirklich das Instrument spielen können. Also die niedrige Latenz erklärt sich daraus, wenn ich einen Ton drücke, die Zeit, bis er erklingt, die sollte, damit ein Klavierspieler sich wohlfühlt, weniger als 10 Millisekunden betragen. Normale Audiosysteme, jetzt ISA oder so, bringen manchmal so 200, 300 Millisekunden. Das kann man auch je nach Applikation ein bisschen hochtunen in seinem Design, Entwicklungsdesign, aber am Ende
Ja, muss Audio-Echtzeit auch stattfinden und programmiert werden, muss man sich drum kümmern. Und wer sich nicht drum kümmert, wird sich ärgern am Ende, weil die Applikation nicht viel Probleme bereitet, Ausfälle bereitet. Sequencer sind Dinger, Programme, die halt MIDI- und Audiodateien synchronisiert abspielen können, die halt Sequenzen abspielen, mehr nicht. Sequencer gibt es auch für Video, sehr bekannt mit diesen Timelines, Audio-Editoren, Audacity ist das bekannteste Beispiel, womit man halt seine WAV-PCM-Streams am Ende zusammenschneidet. Loop ist ein in den letzten Jahren zum Beispiel durch die Hip-Hop-Geschichten entstandenes kurzes Sample, was sich halt wiederholt, einfach damit ein Rhythmus gemacht wird oder was auch immer. Drum Patterns, ein Drum Computer, die wurden ungefähr im letzten, auch in den 80ern entwickelt. Drum Computer wurden früher mit einzelnen Schritten programmiert, Patterns halt. Und das ist trotzdem heutzutage, hat sich das noch bis in die heutige Zeit übertragen. Sampler sind komplexe Computer, die diese kleinen WAV-Files, zum Beispiel Loops, Drum Samples, was auch immer, abspielen können. Und zwar durch MIDI angetriggert. Synthesizer sind tolle Dinger, die total geile Klänge machen. Gut. Gut. Die Anwendungsgebiete in der Musikproduktion heute. Also fast alle Musikproduktion findet heutzutage im Rechner statt. Das ist, es gibt noch einige Leute, die auf gute alte Analogtechnik irgendwie schwören, aber das sind eher die Exoten. Musikstücke werden, ich habe hier mal ganz kurz die Grundarbeitssachen, die man in der Musikproduktion heutzutage macht. Das ist so ungefähr alles, was heutzutage stattfindet. Und man kann alles, was heutzutage in der Musikproduktion passiert, auf diese paar Begriffe runterbringen. Ich erkläre mal ganz kurz, Musikstücke mischen und im Tempo anpassen machen DJs sehr gerne. Indem sie zwei verschiedene Plattenteller eben oder virtuelle Plattenteller benutzen, um halt zum Beispiel das ineinander zu faden. Audiodateien editieren macht jeder, der mal von seinem Musikstück oder von seiner Sprachaufnahme ein Stück abschneidet. Oder macht ein Processing darauf. Audioprozesse anwenden, genau, man macht ein Processing darauf, das heißt also, ich lege zum Beispiel ein Echo, ein Hall oder ich komprimiere es. Audioprozesse live ausführen heißt, ich spiele einen Software-Synthesizer live. Audioströme aufzeichnen, ganz klar, Recording. MIDI-Events aufzeichnen oder editieren. MIDI-Recording ist die nächste Spur quasi. Sonstige Controller-Events, also es ist nicht nur wichtig, Note-On, Note-Off-Befehle zu schreiben, sondern es werden auch Befehle im MIDI wie Velocity, also die Anschlagstärke zum Beispiel, oder verschiedene andere Parameter-Controller, um zum Beispiel Synthesizer-Filter zu steuern, die müssen auch aufgezeichnet werden. In einer modernen Applikation muss das möglich sein. Ja, MIDI-Audio-Controller-Daten über das Netzwerk verfügbar machen. Das ist eine relativ neue Sache. Logic unter Mac hat da die Logic Node. Das heißt also, ich nehme einen zweiten Rechner, installiere darauf Logic Node und der kann diese Prozesse, die auf dem einen Rechner sind, auslagern auf dem anderen Rechner. Dadurch kann ich mein Arrangement entspannter machen. Das ist klar, am Ende habe ich eine Farm von Rechnern, die ein Cluster, was halt diese gesamten Sachen in Echtzeit berechnet. Ja, und Audio, MIDI, Video synchronisieren, klar, wir müssen eine komplette Produktion heutzutage, es geht nicht ohne visuelle Dinge ab, das heißt also, man muss zum Teil Timing genau schneiden, mit Breaks, Szenen schneiden und so weiter, das sind, was heute in der Musikproduktion stattfindet. Gut, ich gehe mal auf die Anwendergruppen an. Es gibt verschiedene Anwendergruppen, die ich in drei Anwendergruppen aufteile. Heim, Hobby, die Leute, die ich will mal ein bisschen Synth spielen, ich muss mal eine Schallplatte aufnehmen.
Und ich habe immer zu jedem Anwender so ein paar Grundstichpunkte irgendwie gebracht. Zu Punkt 3 ist mit aktueller endanwenderorientierter Software bedient. Das heißt also, mit dem, was das heutige Softwareangebot bringt, hat er keine weiteren Bedürfnisse mehr. Mal oft werden diese Dinge zum Beispiel iLife Suite wird beim Apple dazu geliefert. Da hat man eigentlich komplett alles, was man braucht. Man hat keinen Wunsch mehr nach irgendwelchen anderen Dingen. GarageBand kann ein sehr kreatives Musikprogramm sein, ist sehr ausgereift, ist perfekt, hat eine tolle Engine und da gibt es keinen Grund mehr, warum man noch irgendwas anderes will als Heimanwender. Also man sucht nicht nach anderen Anwendern, der Markt ist total gesättigt. Es gibt auch einige Freientwicklungen. Audacity ist sehr beliebt bei den Heimanwendern, weil es ist gratis, es ist mächtig, es ist ein Audio-Editor. Gut, durch meine Erfahrung habe ich halt empfindet Audio als schwierig zu handeln. Das ist halt so ein Ding, dass diese Leute häufig einfach keine Einarbeitung erwarten. Die sitzen mit dieser DAW-Mentalität quasi da und möchten ganz schnell mal eben Musik aufnehmen, machen, haben keine Lust, keine Zeit, Familie schreit, Baby schreit, Job wartet, was weiß ich, haben keine Hemmung, nicht lizenzierte. Das ist halt so ein Problemfall, da sagt der typische Anwender, der kommt dann an und sagt, ich habe ja meinen Cubase, ich habe ja meinen Photoshop, das kennt man ja, was soll ich mit GIMP? So, das ist so diese typische Heimanwenderszene, die ist ziemlich groß und die macht halt den Markt so ein bisschen kaputt in der Richtung. Komme ich später noch zu. Um Heimanwender typische Sachen zu machen, wie zum Beispiel mal irgendwie ein bisschen Musikstück, ist eine eingebaute Soundkarte on board völlig ausreichend. Man kann ein einfaches Talkback-Mikrofon benutzen, um mal irgendwie eine kleine Sprachaufnahme zu machen oder eine Nachvertonung von dem Video. Ja, und die Audi-Rechner, wie gesagt, das ist wie so ein Mac, der ist auch fürs Internet und für alles da. Es gibt keine besonderen Anwendungen. Dann die Semi-Profis. Also Semi-Profis sind Leute, die quasi schon einen professionellen Anspruch haben, ambitioniert sind und zum Teil professionelle Ergebnisse abliefern. DJs, das ist eigentlich so die Gruppe, die am meisten fordert, wenn es darum geht, zwischen jetzt GarageBand und Logic ist das auf dem Apple. Ich erkläre das mal mit dem Apple, weil die meisten kennen diese Plattformen und kennen diese Tools. Logic ist halt sozusagen der konsequente Schritt nach GarageBand. Die von Apple haben sich das so gedacht. Die haben genau diese drei Gruppen gebracht, haben gesagt, okay, der Anfänger, der braucht eben sein GarageBand. Der weitergeht, der kriegt sein Logic, eine etwas kleinere Version, die etwas abgespeckter ist, und der Profi kriegt sein Studio. Diese Tools, Logic, erfordern einiges an Anarbeitungen. Es gibt einiges an Tutorials, es gibt sehr viele Workshops in dem Bereich. Es ist eine unglaublich große Szene in Deutschland. Homerecording.de ist ein wunderschönes Forum, was ein Beispiel dafür ist. Diese Szene ist sehr breit und hat verschiedenste Ausdrucksmittel von Schlagermusik bis zu irgendwie heftigsten Metal und experimentellen Dingen. Das ist auch die größte Anwendergruppe, die auf mich als Linux-Distributor zukommt. Die sind nicht zufrieden mit Linux. Das entspricht nicht ihren professionellen Ansprüchen. Sie haben Probleme, es zum Laufen zu bringen. Sie haben auch irgendwo keine Zeit, irgendwie stundenlang daran rumzufrickeln, ist eine der häufigsten Aussagen, die ich so mitgekriegt habe. Lizenzierte Software spielt bei einer Band, die mal eben aufnehmen will, keine besondere Rolle. Denen ist das auch egal. Den meisten Menschen ist es nicht bewusst, dass sie geklaute Software benutzen und am Ende womöglich ihre eigenen Werke verlieren können, weil das dann halt nicht ganz auf den rechtlichen fußt.
Das ist auch der größte Markt für die Industrie in dem Bereich. Also die Industrie, die diese Dinge herstellt, die baut quasi also sämtlicher HiFi-Waren, sämtlicher ich brauche größere Geräte, bessere Geräte, fußt in dieser Anwendergruppe am besten so. Die sind sehr empfänglich für stimmt irgendwas nicht, vielleicht brauche ich ein größeres, besseres Gerät. Diese dedizierten DAWs, die kann man inzwischen auch kaufen, die kosten immer ein bisschen mehr, sind zum Teil komplett ausgerüstet und mit Software und allem drum und dran, meistens auf Mac oder Windows-Plattform. Ja, und dann die Profis. Ja. Pure Data, das ist doch super sexy. Ja, also das ist einfach so von der Optik ist es oft dann. Echt ja, ja, ist klar. Programmierer dahinter, das ist toll, aber das ist auch so auch für die Anwender. Also aber für ja, genau. Das ist auch komischerweise auch ein Argument, und zwar das Interface-Design irgendwie. Pure Data, ich habe auch hier ein Beispiel immer am Stand, Rackarack. Rackarack ist eine tolle Software, funktioniert ganz klasse, aber sieht echt scheiße aus. So, und das mit ganz vielen Linux-Anwendungen so leider, dass die Programmierer zum Beispiel veraltete Toolkits nehmen und zum Beispiel, dass keine PixMap-Unterstützung ist. Und ich bin mehr so im Interface-Design, da habe ich mehr so zu tun und ich ärgere mich darüber oft, weil ich kann dann nicht direkt mitarbeiten an diesem Projekt, weil ich einfach hinter dieses Toolkit nicht steige. So. Gut, also die Profis. Die Profis ist eine Gruppe, die spielt auch bei Linux keine Rolle im Moment, wenigstens im Desktop-Bereich. Es gibt Serverbereiche, wo Linux natürlich eine sehr große Rolle spielt, aber das findet ja hinten statt, da hat man nichts zu tun mit so. Die Radiostationen und so weiter, die benutzen zum Beispiel auch zum Teil Linux-basierte Datenbanksysteme, um Medien zu verwalten, die sind ja zum Teil riesig. Radio Bremen habe ich da mitgekriegt. So. Diese Anwendergruppe hat auch keine preislichen Grenzen. Ein Nuendo kostet 2.000 Euro oder 3.000 Euro kostet alleine die Grundapplikation häufig, die man einfach für seinen riesigen Gerätepark, der in die 10 oder bis in die sechsstelligen Summen geht. Und da ist es auch nicht nötig, Gratis-Software zu nutzen. Die Software wird lizenziert ordentlich, wie ich das gehört. Man braucht auch den professionellen Support von den Firmen. Das ist sehr wichtig. So. Ja, gut. Vergleichen wir mal in Balkendiagrammen, was Linux Audio Desktop im Vergleich an Anwendern hat. Windows ist natürlich wie immer führend, weil es einfach aufgrund der Politik. Mac OS X ist stark im Steigen. Und ja, Linux, ich habe hier leider nicht weniger als 1% hingekriegt. Die Realität ist, dass ich irgendwie in Deutschland etwa 100 Audio-Linux-User kenne, ungefähr. Also kenne heißt, über die Arbeit mit meinem Jackdaw-Projekt kennengelernt habe. Und ich weltweit, sagen wir mal, auf 1000 Audio-Linux-Anwender irgendwie kommen würde. Das ist eine winzige, winzige, winzige Gruppe. Ein totales Exotenthema, wovon wir hier reden. Das ist etwas, was niemanden irgendwie wirklich interessiert. So. Ich möchte, ja? Darf ich noch kurz fragen, die Leute, die das nutzen, veröffentlichen die dann auch wirklich Musik oder sind das die Leute, die einfach nicht für das Thema interessieren, weil eine große... Sehr interessant, ja, sehr interessant. Dazu komme ich jetzt gleich auch noch irgendwie. Ich habe das ja schon didaktisch hier aufgebaut. So, jetzt erstmal der erste Schritt, Vergleiche OS. Also ich möchte mal einfach mit dieser Vergleichstabelle so ein bisschen klar machen, was es bedeutet in Zahlen. Und zwar WDM ist die Treiber, jetzt auf Microsoft, ist die Treiber-Architektur, die sich aufsplittet in verschiedene Soundserver wie MME, ASO, DX und Windows Realtime gibt es inzwischen auch. Darunter stehen DX, VST, RTS, das sind die Plugins, die unterstützt werden von dieser Plattform. Das Haupt-Plugin habe ich dann jeweils in einer Zahl, also das beliebteste Plugin auf dieser, oder das am meisten unterstützte Plugin auf der Plattform, habe ich in einer Zahl gebracht.
Also das ist je nach Plugin, je nach Plattform eben verschieden. Bei Mac AU und bei Linux sind es halt verschiedene Dinge, wie das immer bei Linux verschiedene Dinge sind. Die Zahlen sind ziemlich krass, finde ich. 1502 VSTI bei kvraudio.com, das ist eine ein Portal, was halt all diese Plugins verzeichnet und mit einer Besprechung versieht, wo die Entwickler halt die Möglichkeit haben, ihre Arbeit zu posten. 1487 FX und 175 Hosts. Hosts heißt also Applikationen wie Cubase. Gibt es inzwischen für den VST-Bereich. Das ist eine immense Zahl. Es ist eine riesige Konkurrenz vorhanden. Es ist eine totale Sättigung erreicht auf diesem Markt. Es werden inzwischen hochwertigste Plugins im Microsoft Windows-Bereich verschenkt oder als Promoware rausgeschmissen. Firmen bekämpfen sich gegenseitig mit irrsinnigsten Promo-Aktionen. Ich habe deswegen auch eine wunderschöne, sehr gut sortierte Windows-VST-Sammlung, über die ich auch sehr froh bin. So. Kommt ja noch später warum. Auf OS X ist das halt ein bisschen anders. Es sind weniger. Und zwar, es hat einen ganz guten Grund, dieser Wechsel von OS, alten OS von 9 auf X hat halt einen richtigen Einbruch gebracht. Früher war VST da irgendwie ähnlich supported wie jetzt auf Microsoft Windows. Aber naja, in den letzten Jahren musste sich erstmal AU, was die als neues, ihr eigenes Plugin-Format erkoren haben, durchsetzen. Es werden aber auch eben noch mehr Formate unterstützt. Ich glaube, auf Mac OS X ist die unterstützt die meisten Formate. Freie Formate wie LUTzbar, genauso wie VST. Und es gibt ja auch mit 55 Hosts schon sehr viele und auch sehr gute Hosts, die auch wiederum mit Microsoft Windows oft überschneiden. Cubase gibt es für beide Plattformen beispielsweise. Logic gibt es allerdings nur für Mac. Das ist Firmenpolitik von Apple. Gut. Linux, ja. DSSI, Dizzy. Ich kann das leider nicht mehr übersetzen. Disperorable ist eine sehr, sehr komplizierte Abkürzung. Dizzy nenne ich das einfach. Es gibt 10 Dizzy-Plugins etwa, die in den letzten 4 oder 5 Jahren entstanden sind. Trotz offener Quellen, trotz offener Entwicklungsplattformen und so weiter und so fort. Von diesen 10 Dizzy sind 2 echt gut brauchbar, so Wizent und Recent, glaube ich. Ach ja, Hexter ist auch noch brauchbar, eine sehr tolle DX7-Emulation. Aber der Stand dieser Plugins ist irgendwie ungefähr wie bei Windows vor 10 Jahren. Die Interfaces sind hässlich, aber zweckmäßig, besser gesagt. Und die haben tolle Features, wie zum Beispiel, man kann sie im Netz gleich veröffentlichen. Also jedes Dizzy-Plugin bekommt, hat gleich eine URL. Das ist ein fantastisches Feature. Also ich kenne aber niemanden, der das wirklich nutzt, dieses Feature bisher. Leider. LUTzbar, die Linux Audio Developer Simple Plugin API Schnittstelle, hat sich irgendwie ganz gut eigentlich entwickelt mit etwa 150 brauchbaren Plugins. Ich habe hier übrigens geschätzte Zahlen, weil es ist nirgendwo genau aufgezählt. Haben sie schon eine ganze Menge zusammengekriegt, wobei ich sagen muss, dass es heißt Simple Plugin. Also sie sind sehr einfach, klein, haben oft nur ein Zehntel der Funktionen eines vergleichbaren Windows Plugins und machen oft nur im Verbund Sinn. So, 8 Hosts. 8 Hosts habe ich auch gestanden, die Zahl habe ich auch von kvr.audio.com. 8 Hosts für DSSI und LUTzbar Plugins gibt es. Ich wusste jetzt nicht welche. Rose Garden, Ghostes, Ardour, Muse, und so weiter. Ah ja, Audacity hatte ich noch vergessen, der auch LUTzbar frisst. Aber das war es denn so. Also hier sehen wir, hier steht Linux tatsächlich auf der untersten Stelle, was die einfach die quantitative Menge betrifft. Wobei diese quantitative Menge auch was mit Qualität zu tun hat. Ich sehe bei gute Plugins sind halt häufig auch inzwischen durch die, wo vieles kann auch Gutes werden.
Gut. Ich habe hier jetzt mal drei Applikationen gegenübergestellt für das Heim Musikstudio. Das wichtig dabei ist, dass diese Applikationen nichts oder ganz wenig kosten. Darauf kommt es an. So. Reaper zum Beispiel, den habe ich hier öfters vorgeführt, der ja auch auf Linux läuft, kostet 40 Euro, je nach Gewissen des Anwenders. Er kann aber auch die Evolution License lebenslänglich nutzen, ohne Einschränkung. Das heißt, dieses Programm ist Shareware und er kann es lebenslänglich ohne Einschränkung, ohne Kopierschutz und so weiter nutzen. Es hat alle Features, die ein Cubase auch hat und ist eine ganz tolle Software. Auf OS X ist halt GarageBand gleich dazu. Jeder Musiker, also jeder musikalisch ambitionierte Heimanwender würde damit glücklich werden. Auf Linux habe ich mal Qtractor hervorgeholt, weil ich Qtractor gut finde, weil der sich einer der am schnellsten sich entwickelnden Linux Native Sequencer ist, der auf Qt4 beruht. Ja, die Stabilität ist manchmal recht gut, manchmal noch nicht so gut, aber es geht schon so. Der Entwickler Ruino Capella sagt dazu, ich komme nach Hause nach der Arbeit, dann habe ich nochmal so 2-3 Stunden Zeit zum Programmieren und das macht er jetzt so seit 2 Jahren. Also das heißt also, er programmiert sehr effizient, sehr klar, sehr gut dokumentiert und sehr klar strukturiert. Das macht sich auch irgendwie im Gesamtdesign klar so. Mit diesem Programm wären Leute, könnten sie arbeiten, grundsätzlich arbeiten. Die Studio-Band-Produktion, das heißt also, ich mische hier Aufnahme von Gitarren, von natürlichen Instrumenten mit virtuellen Instrumenten, ist mir sehr wichtig. Also das heißt, ich möchte ein virtuelles Instrument wie ein Synthesizer aus dem Rechner nutzen, aber eine Gitarre aus dem wirklichen Leben. So, das ist meine Aufnahmesituation. Eine Studio- und Bandproduktion. Cubase SX haben gerade den Preis gesenkt, weil Logic Studio unglaublich aufschließt mit dem Preis und fast mehr bietet. Ja, und auf Linux haben wir im Moment in diesem Profibereich Ardour. Und dazu muss ich jetzt mal was sagen. Ardour ist eine sehr gute Applikation. Paul Davis hat Jack erfunden, also Jack das Jack Audio Connection Kit für Linux, was Grund aller Pro-Audio-Produktion auf Linux ist. Er hat sich sehr viele Gedanken darum gemacht. Es gibt eine gute Community um Ardour, aber ich und nicht nur einige andere Leute fragen uns, wie kann es sein, dass seit zum Beispiel ist es noch keine vernünftigen MIDI-Support gibt. Also im Google Summer of Code 2006 wurde das angeblich eingebaut. Es gibt jetzt angeblich auch eine SVN-Version, die schon dieses MIDI eingebaut hat, aber die hatten noch sehr, sehr starke Stabilitätsprobleme. Also ich warte jetzt seit einigen Jahren und ich bin nicht der Einzige, der auf diesen MIDI-Support innerhalb eines Sequencers. Dann wird uns immer gesagt, ja, dann benutzt ihr JackSync, dann könnt ihr mit RoseGarden oder was auch immer arbeiten. Schön und gut, aber es ist nicht das Gleiche, ob ich zwei Applikationen öffne oder eine Applikation öffne, wenn ich arbeiten möchte. Und gerade wenn ich kreativ arbeite, ist jegliches zu viel an Überlegen, jegliches zu viel da noch an Rumfrickeln oftmals wirklich tödlich für den kreativen Flow. Was die mangelnde Stabilität betrifft, von Version zu Version habe ich irgendwelche anderen Bugs. Oder dass ich habe mal eine komplette Produktion mit Ardour gemacht und ich ärgere mich heute noch darüber, dass ich das gemacht habe. Weil ich habe am Ende unglaublich viel Ärger gehabt. Ich musste immer wieder mit, zerschossenen XML-Dateien arbeiten, die ich, ja, weil es XML ist, netterweise auch fixen konnte. Aber ich hatte sehr, sehr, sehr viele Probleme, professionell damit zu produzieren. Es geht in einem gewissen Sinn, aber es ist auch sehr, sehr schwer und undankbar, häufig. Irgendwie. Ich weiß nicht so ganz genau. Ardour wird im Moment wird jetzt vom SAE unterstützt, von der School of Audio Engineering, einer internationalen anerkannten Institution, die wohl darin auch wohl die Zukunft sehen. Aber es ist meines Erachtens noch weit davon entfernt, eine zeitgemäße Studio-Applikation zu sein. Das, was wir heutzutage vorliegen haben, gab es auf Windows oder Mac vor 10 bis 15 Jahren so. Okay.
Ja, dann der Mausklicker-Techno. Also Mausklicker-Techno sind Leute, die halt keine Lust haben, irgendein Instrument zu spielen, sondern nur mit der Maus rumklicken wollen. Und kann ich viele so. Ja, auch für die gibt's Programme. FL Studio, Fruity Loops wurde das früher genannt. Sehr geil, sehr beliebt in dieser Szene. Irgendwie kann, also viele Techno-Hits, die man heutzutage auch hört. Sogar Mike Oldfield benutzt dieses Ding. Also es ist eine tolle Software, die ja sich einmal immer besser weiterentwickelt. Ich habe jetzt auf Mac OS X kein wirklich gutes Programm gefunden, was Mausklicker-Techno unterstützt, witzigerweise. Vielleicht habe ich auch nicht tief genug geguckt. Ich habe jetzt erstmal NRJXT 2 vorgeschlagen, was schon nicht so schlecht ist, was sehr intuitiv, sehr leicht ist. Das gibt's allerdings auch native für Linux und für Windows. So. Mit LMMS haben wir auch ein Pendant für Linux. Ganz klar FL Studio nachempfunden ist LMMS, hat eine eigene freie VST-Schnittstelle entwickelt. Also er hat ein Reverse-Engineering dieses VST, des VST-Headers gemacht, der normalerweise bei patentiert wurde von Steinberg. Und bietet das nun als freie VST-Schnittstelle an. Das heißt also, man kann Windows-VST-Plugins in dieses Linux-Programm laden. Ja, der rudimentäre Pattern-Sequenzer reicht meinen Bedürfnissen nach irgendwie weiteren Takten, nach Mikroverschiebungen nicht aus. Also es ist sehr stark auf vier Viertel geeicht, diese ganze Geschichte, oder beziehungsweise auf klare Einsen so. Ja, die Soundbibliothek lässt wirklich zu wünschen über, auch die Qualität der nativen Synthesizer meines Erachtens, außer man steht auf 8-Bit-Design, so, okay? Ich kenne sowohl FL Studio als auch LMMS. Was? Ja? Das ist eine Frage, die stelle ich mir schon länger, wenn man jetzt als Hobbyanwender einfach mal so ein Programm nutzen will, also ohne sich jetzt großartig damit zu beschäftigen, ja, ja. Finde ich das irgendwie sehr ärgerlich, dass zum Beispiel LMMS so wenig Sounds mitbringt, weil FL Studio ist das klasse, man hat wirklich Haufen, weil sie kann. Ja, 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 klar. Das fehlt einfach, jetzt frage ich mich, woran das liegt, weil das erstens ist zwar freie Software, ja, aber warum gibt es so wenig bei Sounds? Das liegt daran, weil das macht Arbeit. Sounds macht Arbeit. Richtig Arbeit. Und man muss diese Arbeit dokumentieren und es liegt auch daran, dass die, also es gibt ein schönes Beispiel, Hydrogain, das ist so ein Drum-Sequencer auch für Linux. Der hat eine sehr schöne Schnittstelle, sogar eine Internet-Schnittstelle, um Sounds reinzuladen inzwischen. In der letzten SVN-Version so. Das ist eine ganz hervorragende Sache und es gibt auch einige Leute, die ganz klasse Kits damit gebastelt haben. So. Nur dann war irgendwie diese Möglichkeit, diese Kits hochzuladen, nicht mehr da. So. Wir brauchen Bibliotheken, die von Menschen gefüttert werden können zum Beispiel, damit sowas funktioniert. Ich habe irgendwie leider mit dem Tobias noch nie geredet von LMMS. Noch nie Zeit gehabt, wir haben uns auch noch nie getroffen. Ich hoffe, das nächstes Jahr mal im Chemnitz nachholen zu können. Und ich habe da auch echt einige Fragen zu und ich bin echt nicht ganz sicher so. Also am besten Tobias mal fragen, Tobias Dürfel aus Chemnitz. Kurze Frage noch, gibt es denn irgendwie schon im Netz irgendwie so Open Sample? Ja, witzigerweise, da gibt es Sachen. Und zwar im Rahmen des One Laptop per Child. Hat sich eine ganz schöne Soundbibliothek entwickelt, muss man mal nachgehen. Da hat auch zum Beispiel Dave Phillips Beiträge geleistet und einige bekannte Leute aus der Linux-Audio-Szene. So. Entschuldigung, hast du da eine Internetadresse oder sowas? Ja, hier irgendwo auf dem Rechner. Ich kann mal gleich gucken. Okay. Ah ja, okay, VST-Plugins, das ist ein Problem, wrapped, also wrapped VST-Plugins und gewrappte VST-Plugins unterstützen nicht alle Features. Das heißt also, ich habe erstmal beim Wrappen eine sehr viel geringere Anzahl an VST-Plugins zur Verfügung als auf Windows. Die Stabilität ist dahin häufig. Dann werden Features, die implantiert sind, in VST nicht genutzt.
wie zum Beispiel Preset-Verwaltung ganz häufig. Ist ein ganz großer Fehler, dass die Preset-Verwaltung nicht mehr da ist. Dadurch wird dieses Programm, also dieses DLL, häufig unbrauchbar. Das ist einfach eine, ja, mit der schwankenden Stabilität. Ich habe mal immer wieder, jeder Versuch, den ich mit LMMS gemacht habe in den letzten Jahren, endete damit, dass das Programm abgestürzt ist. So, und danach hatte ich keinen Bock mehr. Und das habe ich witzigerweise weder mit Energy XT noch FL Studio je erlebt. So, also ich kenne fast jedes Programm im Audiobereich. Diese Absturzfreudigkeit unter Linux-Audio-Programmen ist sehr, sehr groß. Q-Tractor ist beispielsweise einer der tollen, wohltuenden Ausnahmen. Es gibt noch ein paar andere sehr gute Ausnahmen. Aber je komplexer die Software, desto heftiger die Abstürze, weil es ist natürlich auch eine unheimliche Arbeit, ein komplexes Programm, einen komplexen Programmcode zu debuggen und entsprechend die ganze Arbeit daran ist eigentlich für einen Menschen häufig nicht zu erledigen. So, so und ich möchte jetzt mal einen ganz kurzen Schlenker machen, um mal ein bisschen von dem Desktop Linux wegzukommen, nämlich Audio Linux in Hardware. Embedded Systeme, die es immer mehr gibt, die immer beliebter werden. Die Windows 32 VST DLLs wrappen, das heißt aufrufen und das dabei total stabil sind und dabei einen kompletten Support zum Teil für VST Plugins bieten, die eigene Sound Engines haben, die meisterlich sind, die von den Usern ohne weiteres genutzt werden können, die kommen damit sofort klar. Naja, und dann der negative Punkt, diese Audio Linux und Hardware Geschichten, ja, ich sehe es, ich erfahre davon, aber die Entwicklungen werden niemals an die Community weitergegeben. Ich weiß nicht mal, wo die Quelltexte rumliegen oder was weiß ich. Ja, Nummer 1. Das ist gerade in diesem Jahr auf der Musikliste vorgestellt worden in Frankfurt von SM Pro Audio aus Australien. Das ist hier, was wir hier sehen, ist ein Pedal auf den Boden zu stellen. Hier haben wir einen Fußschalter, quasi ein Fuß-Wava-Volumenpedal und hier können wir verschiedene Effekte umschalten. Da rein kommt ein VST-Plugin. Und dieses VST-Plugin, zum Beispiel Guitar Rig von Native Instruments, kann damit gesteuert werden. Man braucht keinen Computer. Es ist ein Computer, eingebauter Computer drin. Es ist wahrscheinlich irgendwie so ein PPC oder irgendwas weiß ich. Keine Ahnung, wie sie es gemacht haben. Man lädt irgendwie über eine USB-Schnittstelle sein VST-Plugin rein und kann dort auch mehrere verwalten und hat halt, ja. Bitte, was? Ist das VST-Plugin von Guitar Rig denn in dem Falle voll funktionstüchtig? Voll funktionstüchtig, ja. Das garantieren die auch irgendwie. Die VST-Plugin modifizieren, ja, das kommt später noch. Also auf jeden Fall, dieses SM Audio, Pro Audio hat uns leider auch schon so ein bisschen einen Entwickler gekostet, weil die haben dann den Kunituki, der VST auf Linux nativ implementiert hat, aufgekauft und nach Australien gescheucht und der arbeitet jetzt für die und kann leider nicht mehr an seinem freien Host Yoast arbeiten, aber er hat auch schon erzählt, dass er jetzt hier irgendwie schon native VST-Plugins drinne laufen lässt und also native Linux-VST-Plugins, Open Source halt und ja, das scheint eine ganz interessante Sache und erfolgreiche Sache zu werden. Die Besprechungen in den Magazinen bisher sind sehr gut, begeistert, leicht zu bedienen, freuen sich darüber. Nächstes Beispiel, zurück, wie geht denn das? Zurück. Okay, nächstes Beispiel, Schlachtschiff Oasis von Korg. Korg ist eine uralte Synthesizer-Firma, haben Klaviere und alles mögliche im Programm aus Japan. Und die haben mit dieser Open Sound, Open Architecture Synthese Studio ein 88 Tasten Keyboard mit einer kompletten, eine Workstation nennt man sowas. Diese Workstation basiert auf Linux. Ist im Hochpreissegment, irgendwie, ich glaube, kostet 5.000, 6.000 Euro. Und hat eine sehr, sehr, sehr gute Sound Engine. Ist ein Luxus-Edelinstrument, was ich nur, ja, sie hat eine gut betuchte Musiker leisten können. So.
Von Linux merkt man nichts, wenn man damit arbeitet. Man hat nur hier in diesem, was man hier sieht, man so ein kleines Bildschirm. Man sieht halt quasi nur die Module, die Korg gebastelt hat. All diese Module sind halt völlig closed, ist klar. Da kommen wir nicht ran, da haben wir nichts mit tun so. Und was dahinter steckt, naja, okay. Die Entwickler sagen, Linux bietet ihnen eine offene Entwicklungsplattform. Darüber sind sie froh. Muse Receptor ist auch so ein Beispiel. Ist ein ganz wunderbares Ding, wo man VST-Plugins reinladen kann. Ein Workstation-Rack für Musiker gedacht, Effektketten und so weiter. Wird auch per USB, so ähnlich wie bei diesem SM Audio Pro-Gerät gemacht. Muse ist auch gleichzeitig Sponsor von kvraudio.com, was die größte VST-Datenbank im Internet darstellt und die größte Community darum gesammelt hat. So. Auch hier keine Spezifikationen bekannt. Liontrax Media Station, das ist das noch am Linux am nächsten, weil dort werkelt Debian drin, das wissen wir. Der Quelltext ist erhältlich bei 46 Studio als .com kann man diesen Quelltext bekommen. Die nutzen auch aktuelle Entwicklung unseres Projektes, wie mein ASO, was sie dann ganz groß auf ihre Werbung schreiben. Jetzt haben wir vollen VST-Support und so weiter, machen sogar ein bisschen hintergründige Werbung in unserem Forum und lassen sich auch von unseren Leuten da supporten. So. Dieses ist auch ein Hochpreisinstrument im 4.000 bis 6.000 Euro Bereich. Ein komplettes Alleinunterhaltersystem, womit man halt alles hat, was man braucht. So. Es werden zum Teil eigene Entwicklungen an Sound Engines genutzt, wie auch eben VST und alle anderen Möglichkeiten, die Linux bietet. So. Es werden zum Teil angepasste Versionen geschrieben von Linux-Audio-Entwicklern für diese Media Station, die bekommen da echtes Geld für. Zum Beispiel Rui Nuno Capella mit seinem Q-Tractor, der hat eine spezielle Version von Q-Tractor für diese Media Station geschrieben. Ja, es ist ansonsten eine sehr interessante Geschichte und italienisches Projekt übrigens. Und jetzt die allerneueste Entwicklung aus dem Linux-Audio-Bereich, die seit 2 Jahren sich angekündigt hat auf der LAC 2006. Innamix ist ein Samsung, so ein kleiner Handheld-Computer, mit auch wieder einem 46 Studio-Derivat. Wir sehen hier einen Screen mit Energy XT2, was ein kommerzielles Programm ist, auch für Linux, was in einer speziellen Version hier vertrieben wird. Es ist für DJs, also als Anwendergruppe gedacht. Ist auch relativ teuer, ich glaube 999 Euro oder irgend sowas in den Dreh. Ganz interessantes Gerät, könnte Spaß machen, damit zu arbeiten, könnte aber auch nervig sein, dass es so ein kleines Display hat. Ich weiß es nicht, ich konnte es noch nie ausprobieren. Einige Leute haben schon mal ausprobieren dürfen aus der Linux-Audio-Szene. So, okay. Das waren jetzt so 5 Beispiele von Audio-Hardware mit Linux-Betrieben, die zum Teil im Hochpreissegment stattfinden und natürlich ordentlich Geld reinbringen. Nein, die Spezifikationen von VST liegen offen. Ja klar, sonst wäre VST wohl schlecht so ein Erfolg. Nur Steinberg hat sämtliche Patente da drauf und eine etwas seltsame Copyright-Politik. Man darf zum Beispiel, eines der Probleme, warum man darf keine GPL-Software mit denen ihren Sachen, weil man darf die den Source-Code nicht weitergeben. Man bekommt ja einen C-Header, einen VST-C-Header, um zum Beispiel VST-Plugins zu kompilieren, aber du darfst die Entwicklungsumgebung nicht weitergeben, was halt natürlich ein Problem ist.
wenn man mit GPL-Sachen arbeitet, wo natürlich alles, was dazu gehört, weitergegeben muss, werden muss. Deswegen ist es natürlich sehr sinnig, irgendwie, wenn man Projekte macht mit VST, nicht GPL, sondern LGPL anzuwenden, wie es WinASIO und DSSI machen. Versuche, wie zum Beispiel Paul Davis FST, da komme ich aber gleich noch zu, sind aufgrund dessen sehr, sehr schwierig zu handeln. So, okay. Nochmal zurück zu der Hardware. Also die haben halt, die nutzen Audio Linux, weil es ein klasse System ist, weil es frei ist, weil es offen ist und weil sie damit machen können, was sie wollen am Ende. Der Grund, ideologische Gründe Freiheit der Software ist, bei InDoMix spielt das da tatsächlich eine Rolle. Das sind wirklich Leute, die auf Linux stehen, auch bei MediaStation sind es Leute, die Freiheit der Software irgendwo wichtig ist, also die dahinter stehen. Experimentierwille. Ein guter Grund, das war übrigens der Grund, warum ich mit Linux jemals angefangen habe. Irgendwie, ich wollte wissen, was geht und habe halt damit rumexperimentiert. Das sind die drei Hauptgründe, warum man überhaupt Linux braucht. Kostengründe ist der meistgenannte Grund, den ich so kenne. Den Leuten ist einfach zu teuer, diese ganze Windows-VST-Geschichten, die sind ihnen zu teuer am Ende. Sie hoffen, in Linux nun das Gleiche in gratis zu finden. Eine Illusion. So. Linux-Audio macht es nicht leicht. Mit einem üblen Zitat von Paul Davis. Linux Audio ist a crap. Es ist total schrecklich. Linux Audio ist wirklich total schrecklich. Wenn man sich das, also ein paar Beispiele, ich habe letztens versucht, mit dem neuen Ubuntu 8.04 mal eben Last.fm zu starten. Ich wollte Musik hören. Ja, so eine Dreiviertelstunde, nachdem ich irgendwie Goggle durch hatte oder so, konnte ich dann endlich irgendwie meinen Last.fm-Player abspielen, um Musik zu hören. Das ist, Und jedes Mal, egal ob was ich mache, wenn ich versuche, einfache Dinge, Konsumentendinge abzuspielen, weil ich auch mit Playern wechsle Dinge, merke ich, dass von Distribution zu Distribution ein Fehler nach dem anderen in diesen Dingen kommen. Also es ist nicht einfach zu handeln. Es ist kompliziert, komplex. Die Auswahldialoge sind manchmal völlig verwirrend. Ich meine, ich bin seit Jahren Anwender und manchmal verzweifle ich selber an so einem blöden Auswahldialog oder kriege einfach so einen blöden Player nicht zum Laufen irgendwie. Als Audio-Linux irgendwie Freak, so komme ich darauf manchmal nicht klar, etwas abzuspielen. Und ich finde, das ist echt ziemlich symptomatisch. So. Dann diese ganzen verschiedenen Pulse Audios, ein gutes Beispiel. Ubuntu 8.04 wurde mit Pulse Audio ausgeliefert. Pulse Audio ist eigentlich eine ganz gute Idee, so vom Grunde her. Soll mit vielen, vielen Dingen aufräumen. Nun ist Pulse Audio aber noch nicht ausgereift und noch nicht alle Applikationen an Pulse Audio angepasst. Sowieso ein Fehler, Applikationen an den Soundserver anzupassen. Nein, der Soundserver muss sich an die Applikationen anpassen. Nein, die Schnittstelle muss total einfach sein. Auf jeden Fall habe ich dann mit Phonen von KDE 4 dann doch erlebt, dass ein Schritt zu einem neuen Soundserver schon geht und dass auch Dinge funktionieren können. Also mit Phonen funktioniert sehr vieles, was aber mit Pulse Audio nicht funktioniert hat. Pulse Audio fand ich wirklich völlig verfrüht eingesetzt. So, es könnte sein, dass es eines Tages mal in GNOME mal einen Sinn macht, aber im Moment ist es eher ein Hemmschuh. Es hat meines Erachtens und nicht nur meines Erachtens, sondern in der ganzen Ubuntu-Community ein unglaubliches Erstaunen irgendwie und Schockerlebnisse und Wechselwillen irgendwie ausgelöst. So. Ja? Was? Wenn keiner das Programm benutzt, also wenn keiner Pulse-Audio installiert, ja. Wie soll es dann besser werden? Ja, aber nicht auf den Rücken des Endanwenders. Niemals. Keine unausgereifte Beta- oder Alpha-Software auf dem Rücken eines Endanwenders. Das geht nicht. Doch, doch. Wenn du Ubuntu installierst, hast du Pulse Audio. Punkt. Nein, nicht ich. Es geht nicht um mich. Ich kann das workarounden. Ich habe gesagt, dass ich Endanwender bezogen hier rede. Und für den Endanwender ist es fürchterlich, wenn er all diese Dinge, wenn er lange goggeln muss, lange und davor steht und Fehlermeldungen hat. Also das ist okay, aber obwohl die gleich eine Distribution, die sich direkt an den Produzenten richtet, oder?
3-Player und schon funktionieren unter Ubuntu. Wieso soll man eine extra Distribution brauchen für einen Musiker? Genau, lass mal bitte die Diskussion, in der ich rede. Entschuldigung, da komme ich halt noch dazu. Okay. Ich möchte erstmal die Punkte, was es Linux nicht leicht macht. Ihr habt ja schon recht irgendwie so. Es gibt da ganz, ganz viele Gründe. ASA ist, das ist einer der Gründe, nicht konsequent durchdacht. ASA ist, war mal eine ganz gute Idee vom Grunde her, als Jaroslav Kuzea das mal erfunden hatte. Aber irgendwie hat sich das wieder zerfasert und es wurde nicht konsequent durchgezogen. Ein Gegenbeispiel für mich ist immer Core Audio auf dem Apple so. Core Audio ist eine einfache, klare Schnittstelle. Fertig. Core Audio. Wenn ich irgendwie einen Auswahldialog habe auf irgendein Audioprogramm auf dem Mac, dann wähle ich Core Audio. Punkt. Kein Soundserver, nicht das. Core Audio ist Multi-Client-fähig. Ich kann also Logic und gleichzeitig mein Lieblingsmusikprogramm iTunes und was weiß ich, alles starten, ist alles kein Problem, es hängt gut zusammen. Core Audio kann mehrere Soundkarten zugleich verwalten, hervorragendes Feature. Es ist einfach eine ganz klare, einfache, logische, Niedrig-Latenz-Audioschnittstelle, die sich aber auch für den Endanwender. Die bringt all diese Dinge zusammen. Auf Linux braucht man einen ASA, dann braucht man wieder einen Jack, damit man das auch in Echtzeit beschleunigen kann. Oder man braucht für irgendwie einen Arzt oder, ihr kennt das ja alle. Das ist einfach ein babylonisches Durcheinander, was nicht geht. Also Einfachheit bringt erstmal dem User, dem Endanwender irgendwie ein Erfolgserlebnis. Wenn er frustriert dasteht und nicht weiß, welcher Soundserver ist denn jetzt der gültige, und das ist nicht durchdacht. ASA ist nicht durchdacht. ASA hätte konsequenterweise gleichzeitig Treiber, Soundserver und alles in einem sein müssen. Und gleichzeitig sich in Echtzeit beschleunigen können müssen. Mit also Echtzeitpriorität arbeiten kann. Ist aber bisher nicht möglich. Und ich weiß nicht, ob sich das jemals ändern wird. Ich finde das sehr traurig so. Das mit den proprietären und freien Anwendungen ist eine Sache. VST, das hatte ich gerade schon erwähnt, mit diesen verschiedenen Lizenzen, die sich nicht abkönnen. Deswegen kann man Entwickler nur sagen, wählt eine freiere Lizenz als die GPL. Gibt's. Handelsübliche Grafikkarten. Für mich ist eine GeForce-Karte recht handelsüblich. Leider ist Nvidia nicht so bereit, da ihre Specs rauszurücken irgendwie. Es macht echt Schwierigkeiten und ich habe Dinge erlebt von Blackscreens und ich habe auch andere Leute erlebt, das ist also mit Nvidia, das ist wirklich kein Spaß. Und wenn man dann auch noch einen Echtzeitkernel versucht zum Laufen zu bringen, dann kann man zum Teil echt, ich habe mir irgendwann mal in diesem Jahr die Haare darüber gerauft, das war eine ganz schlimme Sache. Die Linux-Standards-Plugins, wie Dizzy oder Latspa, es gibt kein einziges kommerziell rausgebrachtes Dizzy oder Latspa-Plugin. Warum nicht? Ist eine offene, freie Schnittstelle. Davor haben die Angst. Das mit dem experimentellen Proof of Concept. Wenn ich in ein Programm, es ist eine schöne Sache, irgendwie ein neues Programm zu testen, Bleeding Edge, mache ich gerne so, bin ich ein Fan von so. Und ich, deswegen arbeite ich im JackLab mit so. Und da treffe ich auch Leute, die das auch gerne mögen. Aber manchmal bin ich auch einfach nur Endanwender und Produzent. Dann kann ich mit einer Bleeding Edge Software oft nichts anfangen, weil ich eine gewisse Betriebssicherheit brauche. Gerade im Audiobereich, wenn es um Kreativität geht, ist nichts nerviger als permanente Abstürze eines Programmes. Ein Programm muss komplett debuggt sein und sehr stabil laufen, damit es den wirklichen kreativen Fluss unterstützt. Safe Alpha Safe LD sagt man, ja, es ist wirklich eine richtige Sache, aber gerade auch im Linux-Bereich, wo es um Modularität geht, kann sowas wirklich sehr, sehr nervig sein und macht keinen Spaß. Das ist klar, keiner von euch, kein Mensch mag irgendwie mit einem buggigen Programm wirklich arbeiten. Leider ist es auf Linux Audio so, dass die meisten Anwendungen von Leuten erstellt werden aus Spaß und oft nicht weitergepflegt werden oder unzureichend dokumentiert, unzureichend. Tja, und die mögen halt VST nicht, weil eben aus den genannten Gründen und manchmal habe ich auch das Gefühl wegen Eifersucht, weil VST ist verdammt scheißen erfolgreich irgendwie mit ihrem propitierenden Scheiß und bietet unglaublich viele Freeware, also Freebie-Plugins, aber
und die dann in unglaublich guter Qualität vorliegen. Und so manchen habe ich schon gedacht, ja, das kann man schwer ertragen, dass da irgendjemand etwas verschenkt, wofür Linux ja in 10 Jahren bisher nicht in der Lage war irgendwie. Ja, genau, zum Glück gibt es Wine. Wine kennt jeder von euch. Habe ich hier auch oft genug vorgeführt mit der vollständigen VST-Unterstützung von Underdog Sequencer und Reaper. VST Host ist übrigens eine GPL-Software und MooTools, die total glücklich waren, als ich gesagt habe, euer Sequencer läuft unter Linux. Da haben die das gleich auf ihre Website geschrieben, vorne drauf, und gleich mal ein Tutorial, wie man das eben bastelt. Und ja, der größte Nachteil daran nimmt den grafischen Overhead. Das kann dazu führen, dass man unglaublich viele X-Runs und Ausfälle hat, bis hin zu Abstürzen des Programms. Es ist eine Sache, die haben wir noch nicht wirklich auf die Reihe gekriegt. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Es wird ein bisschen besser. Je besser Wine wird, desto besser wird es auch, aber die Performance wird dadurch manchmal gestört. Das heißt also, mit Wine ASIO kann ich zwar diese ASIO-Schnittstelle als Übersetzung zu Jack bringen, aber es ist trotzdem ein leichter Verlust da. Die Latenz muss sich ungefähr verdoppeln. Das heißt also, wenn ich mit 5 Millisekunden arbeite, muss ich mit 10 Millisekunden arbeiten, damit ich eine Wine ASIO Host laufen lassen kann. Es ist nicht wirklich schlimm in der Praxis so, aber ich arbeite sehr viel damit und ich habe halt auch sehr ärgerliche Bugs erlebt, so dass ich es nicht für total produktionstauglich halte. Es ist schon ganz gut, also es ist schon die wahrscheinlich beste Methode, VST auf Linux, also Windows VST auf Linux überhaupt zu fahren, aber es ist nicht perfekt. Wenn man die Möglichkeit hat, sollte man doch lieber dann einen Windows-Computer nutzen. Hört sich jetzt blöde an, aber außer, ich sag mal, für den Gelegenheitsanwender ist das eine perfekte Möglichkeit, nicht mehr Windows booten zu müssen. Damit kann er kleine Kompositionen ohne weiteres durchführen, kleinere Produktionen, kleinere Projekte sind damit ohne weiteres machbar. Dizzy habe ich kurz, ja? Ja, ist klar. Ich bin ja auch. Wir haben noch 2 Minuten. Oder wir haben noch 2 Minuten für Fragen. Okay. Ja, ich habe leider ein bisschen übertrieben wahrscheinlich. Ich gehe mal auf meinen letzten Screen, okay. Schade eigentlich. Gut, der letzte Screen war. Danke, dass du mich erinnerst. Korg Oasis. Also nochmal ganz kurz die wichtigsten Punkte, die ich jetzt meine. Es gibt noch andere VST-Wrapper-Schnittstellen, es gibt natives VST, es gibt verschiedene Audio-Linux-Distributionen. Einer hat das schon gesagt, es ist eigentlich völliger Schwachsinn, dass es Audio-Distributionen geben muss, warum das nicht mit Linux zusammenläuft. Ja, und hier möchte ich mal ganz kurz zu meinem Ende sagen, was wir brauchen. Also Linux braucht eine klar entwickelte Multimedia Suite. Meiner Meinung nach ist Kreativität eines der Schlüsseldinge menschlicher Entwicklung. Kreativität hat Apple zum Erfolg geholfen, also die kreative Schiene. Ich denke, dass Kreativität und Desktop Linux ganz stark miteinander zusammenhängen. Nämlich sobald von Endanwender Linux kreativ genutzt werden kann, sorglos, hat es auch die Akzeptanz beim Endanwender. Ich denke, das eine hängt mit dem anderen so stark zusammen, wie man das gar nicht denken kann. Aber wenn man zum Beispiel die Biografie von Apple und Steve Jobs mal ein bisschen liest, dann merkt man, dass auch dort irgendwie das ein echtes Erfolgsrezept war. Nur ist Linux ganz stark im Serverbereich angesiedelt und die Kreativität der Anwender wird nicht so sehr gefordert, außer im Programmierbereich. Das ist natürlich, will ich jetzt nicht sagen, aber ich meine, die musische Kreativität ist ein sehr wichtiger Punkt. So. Okay, ich gehe mal zu meinem Resümee irgendwie. Ich sage, steht ja alles. Braucht man nichts mehr zu sagen.
sorgt mal verdammt für ordentlichen RT-Kernel-Support. Da kann ich nur sagen, irgendwie Ubuntu Studio hat im Moment den allerbesten RT-Kernel-Support, den es gibt, denn er ist vollständig und er ist von Canonical. Das heißt also, die haben begriffen, was Desktop-Linux braucht als Grundlage, nämlich einen vollständigen Realtime-Kernel-Support. OpenSUSE hat das auch versucht und bringt auch einen RT-Kernel raus und so, aber hat irgendwie vergessen, bisher die Sourcen dazu rauszubringen oder irgendwelche Kernel-Module, um zum Beispiel eine NVIDIA-Grafikkarte mal zu starten oder irgendwelche Sachen. Das ist eine ganz blöde Situation. Ohne Kernel-Source kann man gar nichts machen. Mein Bug-Report, den ich vom halben Jahr geschrieben habe, haben sie ein bisschen so, ach, ist nicht so wichtig, abgeschieden. Wie kann die Kernel-Source nicht so wichtig sein? Frage ich mich, ne? Wir haben jetzt mal mit den OpenSUSE-Jungs hier nochmal gelesen und geredet und der eine hat versprochen, dass er sich darum jetzt mal kümmert. Also es kann sein, dass für OpenSUSE 11 jetzt noch ein Update gibt, der dann diesen vollständigen RT-Kernel-Support ermöglicht. So. Ja, und ich selber habe auch angefangen, mit anderen Künstlern zum Beispiel aus dem Art-Bereich zu arbeiten. Art, Kunst, Aussehen, Benutzer, Interfaces, wie sie kommen, wie sie sind, ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Zugänglichkeit und das Auge ist auch mit. Das heißt also, Künstler, Musiker, diese Leute müssen mit Entwicklern viel mehr zusammenarbeiten, damit Linux einfach hübscher wird. Es geht nicht darum, irgendwie iCandy ist bla, ich meine, ich weiß das, aber es geht einfach darum, wenn man Desktop-Linux, wenn man Desktop-Kunden erreichen möchte, dann sind einfach diese Punkte total wichtig. Nicht, dass Red Hat und Novell mit ihren Prognosen, dass die nächsten 3 Jahre sowieso da nichts los ist, recht behalten, sondern dass die nächste Zeit auch wirklich mal, also es gibt einige sehr gute Ansätze wie KDE 4.1, das ist eine hervorragende Desktop-Umgebung meines Erachtens, die sowohl iCandy als auch Funktionalität irgendwo zusammenbringt und sauberen Code und damit für mich Zeichen setzt, wie es in Zukunft sein wird irgendwie. Wichtig ist eben, dass solche Projekte besser finanziert werden, dass gerade der Audiobereich nicht als kleine Spielart. Ich meine, ich bin hier jetzt am Ende dieses Tracks, ganz am Ende. Ich hatte so eine kleine Ecke. Wir waren fast das einzige Projekt, was direkt sich mit solchen Themen hier beschäftigt. Jetzt mal außer Radio Tux. Es ist bezeichnend, dass alle anderen sich hauptsächlich mit Servergeschichten beschäftigen, mit dem Keller beschäftigen. Ich finde, es ist Echtzeit, und da bin ich, glaube ich, nicht der Einzige, dass Linux auf den Desktop kommt, dass auch gerade die Entwickler so ein bisschen da mal ein Auge drauf haben. Ich weiß, Entwickler ist schwer, die Funktionalität ist toll und scheiß drauf, wie es aussieht, wenigstens ist Funst und so. Und das ist ja auch in gewisser Hinsicht auch richtig, aber Zugänglichkeit gehört zu einem Programm eben dazu. Da gibt es sehr viele Studien über Zugänglichkeit, über Interfaces, die man sich auch mal ruhig mal durchlesen sollte, Dokumentation. Und ich glaube, dass das irgendwie funzt. So, wer finanziert das? Habe ich jetzt 3 Beispiele genannt. Das Agnola-Projekt wurde mit 1,5 Millionen unterstützt, um die Grundlagen von Audio Linux zu bringen. Das sind Möglichkeiten, die wir haben, wenn sich diese Leute organisieren. Es geht ja nicht nur um die kommerzielle Entwicklung, sondern es geht darum, es geht um Bildung, es geht um darum, dass soziale Verantwortung, es geht tatsächlich um soziale Verantwortung, wenn wir Linux weiter, breiter nutzen wollen irgendwie. Es geht aber auch darum, die Leute, die jetzt schon Geld damit verdienen, in die Pflicht zu nehmen, wie zum Beispiel die Audio Software Ableton, mit einem Nischenprojekt 8 Millionen Euro verdient. Ein solches Softwareprojekt hat auch schon Linux-Audio-Konferenzen gesponsert. An die kann man rangehen, die sind da, die gibt es, die sind auch bereit, irgendwo solche Entwicklungen zu... Ja, und mit deren habe ich selber geredet, die haben sogar angefangen, ein Original-Linux-Programm irgendwie mit ins Programm zu nehmen und uns so ein bisschen gesponsert, das ist eine deutsche große Firma. Auch die fangen an, solche Dinge zu finanzieren. Man muss sich einfach an diese Leute wenden. Es eine Mischung, aber was wichtig ist, dass man dabei achtet, dass Desktop Linux nicht allzu sehr den
Marktgesetzen unterworfen ist, sondern den menschlichen Gesetzen unterworfen ist. Dass diese Finanzierung nicht kommt, weil man Return of Investment erwartet, sondern weil man die Menschen erreichen möchte. Den ganz normalen Menschen in der Schule, im Bildungsbereich, im ja, uns alle. Okay. Linus, so viel. Okay. Ja, nee, ich bin jetzt auch fertig. Das ist jetzt auch wirklich okay, ne? Alles klar. Okay, so kommt denn jetzt der Hausmeister? Ja, da kommt ja niemand nach jetzt. Hier kommt keiner nach, aber wir können, wenn alle sagen, ey, komm, lass uns weiter diskutieren. Dann können wir mal rausgehen und diskutieren. Eben. Weil es kommt ja jetzt keiner und es wird auch niemand. So offiziell ist natürlich stark offizielles Schluss. Also, ihr werdet erstmal auf Klatschen hier.